von mir und ich denke, von uns geht keine Gewalt aus. Aber wir kämpfen. So viel zum alle Thema zusammen gegen den Faschismus. Alle zusammen gegen den Faschismus. Alle zusammen. Nazis raus, Nazis, Nazis raus, Nazis, Nazis raus. Die Nazis raus, AfD, Nazis raus. Die AfD, Nazis raus. Noch so lange, lange bleiben, solange Faschos da drüben in dem Lokal sein werden. Hallo Ablösen. Um ein bisschen Stimmung hier zu machen, das weiß nicht, wie oft die Menschen, die alle schon mal auf Demo waren. Manche waren sehr, sehr oft, glaube ich, manche sind vielleicht auch zum ersten Mal da. Es gibt einen schönen Spruch, hinter dem wir uns, glaube ich, alle zusammen vereinen können. Der lautet, alle zusammen gegen den Faschismus. In diesem Takt, alle zusammen gegen den Faschismus. Vielleicht schaffen wir es einmal, den gemeinsam zu rufen. Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Hi, ich bin Isaac Rose von der VVN-BDA Münster. VVN-BDA, das steht für Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten. Ich werde heute eine Rede halten, zusammen mit Lore Hausschild, die ebenfalls bei der VVN-BDA ist. Unsere Arbeit wird von denen da drüben diffamiert, die behaupten was von irgendwelchen Linksextremisten und versuchen so, insbesondere hier in Appelhülsen auf Facebook, ich weiß nicht, wer alles in der Gruppe der Appelhülsener Facebook-Gruppe ist, aber da kann man so einiges nachlesen, was da drüben, von denen da drüben reingepflanzt wird. Was wir tatsächlich machen, wir sind Antifaschisten, wir machen Gedenkarbeit. Wir organisieren Gedenkstätte, Vorträge, Zeitzeugencafés und Demos wie heute und vieles, vieles mehr. Apropos Vorträge, das ist, glaube ich, jetzt die dritte, vierte Demo, die wir mitorganisieren hier in Appelhülsen. Wir haben uns aber gedacht, das reicht nicht, wenn wir immer nur Demos machen. Wir müssen auch ein bisschen mehr liefern. Deswegen haben wir Andreas Kemper angefragt. Der wird bald in Appelhülsen. Das ist ein bundesweit bekannter, einer der größten Soziologen, der zur AfD forscht. Und der Andreas Kemper, der wird nach Appelhülsen kommen und einen Vortrag halten. Also haltet da die Augen auf. Das wird sicherlich sehr spannend mit dem Thema AfD. Wir sind durch unsere Arbeit natürlich der Dorn im Fuß der AfD, aber das ist auch richtig so. Unser Auftrag ist eben, Menschen zum einen daran zu erinnern, was war, Handlungsoptionen aufzuzeigen, weiterzubilden, aber es gehört dazu auch, und so wie viele Leute aus Kreis Coesfeld, Appelhülsen, aus Münster, die angereist sind, das heute machen, auf die Straße dagegen aufstehen. Kein Meter, kein Raum den Nazis, nirgendwo. Dabei möchte ich immer wieder betonen, es geht nicht um das abstrakte Böse, es geht nicht um die da, irgendwie die anderen sind schuld daran. Der Faschismus ist eine Gefahr, die nicht nur auf so einzelne Personen, die wir dann als die Feinde wahrnehmen. Menschenhass, den Andersdenkenden, den gemachten anderen vernichten wollen, das ist leider immer, immer sozial erträglicher geworden. In den Köpfen der Leuten ist das akzeptierter. Die AfD hat so viel Zuspruch bekommen, jetzt zum Glück bei der Europawahl ging es wieder ein bisschen nach unten. Aber die Strategie dahinter ist, es ist eine andere Verpackung als früher. Für die Menschen, die... Ich bin auch noch nicht so alt, aber ich habe die 90er Jahre noch mitbekommen, die sogenannten Baseballschläger-Jahre, als Neonazis offen auf der Straße agierten. Das gibt es hier zumindest in Westdeutschland ja viel weniger. Die Strategie ist eine ganz andere geworden. Dieses Klischeebild,
existiert in dieser Form viel, viel weniger. Die Strategie ist Verständnis gewinnen. Schauen, wie weit kann man gehen? Was kann man gerade sagen? Ich war vor kurzem in Sachsen-Anhalt und habe mir den Wahlkampf der AfD da mal angeschaut. Das läuft da ganz anders. Die Plakate sehen ganz anders aus. Die trauen sich viel, viel mehr. Das ist Strategie. Die schauen, wie weit kann man es noch schaffen? Wie weit nimmt man noch ein paar Leute mit? Und wie schafft man es in die Parlamente? Und da sind sie jetzt. Sie sind jetzt in den Parlamenten. Das ist eine Anpassung an die Umstände. In Apelhülsen dasselbe. Der Schandfleck dieses Jahr mittlerweile selbst. Ne, den Schandfleck von Apelhülsen. In sich in dieser Opferrolle suhlen und versuchen, irgendwie Sympathie zu gewinnen. Natürlich sind das Menschen da drin, ganz klar, das zweifelt auch niemand an. Aber dieser Versuch irgendwie, ach, wir haben ja auch nur eine Meinung. Nein, ihr habt eine menschenverachtende Position und das ist genau der Kern dahinter. Vor der ersten Demo, die war ja sehr spontan und trotzdem hat Apelhülsen wirklich sehr viele Menschen noch dahin bekommen. Vor der ersten Demo habe ich da angerufen. Ich habe angerufen beim Bonaparte und mit der Betreiberin und dem Betreiber gesprochen. Ich habe gesagt, hey, die AfD trifft sich bei euch, ich würde gerne eine Demonstration anmelden dagegen. Und vielleicht können wir da so kooperieren, wir wollen ja nicht den ganzen Tag da stehen. Wir wollen gegen die Veranstaltung der AfD demonstrieren, wie es unser demokratisches Grundrecht ist. Und wie spät sollte denn am besten da sein, wollte mit denen kooperieren, hatte das nette Gespräch gesucht, weil ich kannte die ja gar nicht. Wer weiß, wie die sind, vielleicht sind die ja ganz nett und haben nur nicht auf dem Schirm, dass man vielleicht keinen rechtsextremen Räume bieten soll. Das wusste ich nicht. Was passiert ist, die waren da gerade am Mittelmeer, im Urlaub, die haben mich angeschrien, beleidigt und bedroht. Die haben gesagt, wenn du hier auftauchst, du wirst schon sehen, was passiert. Ja, wir werden alle sehen, was dann passiert. Apelhülsen geht nämlich dann auf die Straße und macht eine ordentliche Demo gegen rechts.